Ein herzliches Grüß Gott aus Volkach zu einem weiteren Orgelimpuls. Betrachtet man den Volkacher Hochaltar, entdeckt man eine Gestaltung, wie sie sich in einigen Kirchen der Umgebung wiederfindet. Über dem Altartisch ein goldener Tabernakel, darüber in Silber das Lamm Gottes. Links und rechts vom Altarbild Darstellungen von Heiligen, die einen Bezug haben zum Ort und zur Region. In Volkach ist das der heilige Bartholomäus, der Patron dieser Kirche, daneben unser Bistumsheiliger, der heilige Kilian. Auf der anderen Seite der heilige Aquilin, ein Priester um 970 in Würzburg geboren, und daneben der Patron der Stadt Volkach, der heilige Georg. Gekrönt ist der Hochaltar von der heiligen Dreifaltigkeit. Das Altarbild, das entstand 1733, zeigt die Aufnahme Mariens in den Himmel. Maria wird auf einer Wolke emporgehoben, sie ist von Engeln begleitet, darunter die Jünger in heller Aufregung. Eine biblische Erzählung zur Aufnahme Mariens in den Himmel gibt es nicht. Doch die Legende sagt, dass die Jünger das Grab Marias geöffnet haben, weil ihm ein Duft nach Kräutern entstieg. Das Grab war leer, Maria war in den Himmel aufgenommen. Daraus entstand der Brauch, an Maria Himmelfahrt Kräuterbüschel zu weihen, um sie dann als Segen in die Häuser zu hängen. Maria hat also Aufnahme bei Gott gefunden. Sie hat einen Platz bei Gott. Wo ist der Platz der Frau heute in der Kirche? Wird es uns je gelingen, dass Frauen auf Augenhöhe mit den Männern den Glauben weitertragen dürfen?